Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Inori LP und ich begrüße euch zu meinem neuen Projekt East Shade. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Open World Game und wir gehen auf Entdeckungsreise auf der Insel East Shade. Wir sind ein Maler, der alleine umherzieht und diese Insel entdecken möchte. Und es gibt auch Geheimnisse auf dieser Insel, die entdeckt werden wollen und vergessene Orte zu erforschen. Und ich habe dieses Spiel rein zufällig auf Steam entdeckt. Das gibt es seit dem 13.02. auf Steam zu kaufen. Und mich hat es gleich angesprochen, so von den Bildern her. Und ich mag das gerne, so einfach so Orte zu erkunden und Orte zu entdecken. Von daher ist das genau ein Spiel für mich. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Für mich ist es also völlig blind. Ich habe es mir auch noch nirgendwo angeschaut. Alleine dieser Startbildschirm ist hier wunderschön gemacht. Man hört dieses, ja, das Rauschen von den Wellen. Man sieht den Sternenhimmel. Und eine wunderschöne Kulisse wird uns da geboten. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen ins Spiel hinein. Wie ist dein Name, Reisende? Inori ist mein Name. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei East Shade. So. Und wir scheinen auf eine Art Schiff zu sein. Man hört die Möwen und das Wellenrauschen. Das Meeresrauschen. Ich spiele mit Controller. Ich muss erstmal hier mich ein bisschen zurechtfinden. Ja, wir sind auf einem Schiff, würde ich sagen. Und da sitzt ein Affe. Und da ist auch noch ein Affe. Und ein Reh. Ja. Anscheinend habe ich zu viel getrunken. Es gab wahrscheinlich zu viel rum. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch eine Affe. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich ein Maler. Ich kann malen. Ob ich ein Mensch bin, weiß ich natürlich nicht. Gut. Was? Keine Bilder oder Leinwände. Du hast noch keine Bilder oder Leinwände erstellt. Sobald du eine Leinwand anfertigst, kannst du sie hier finden. Also ich kann anscheinend auch Bilder malen. Ich bin ein bisschen überfordert. Getränke, Bücher, Ausrüstung, Inventar. Okay, da muss ich mir erst mal reinfuchsen. Meine Güte. Ja, das hatte ich eben schon. Was gibt es denn hier noch? Das sind wahrscheinlich die Bilder, genau. Tagebuch. Okay. Ich spiele das Ganze mit Controller. Mache ich ja nicht so oft. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was machen Sie denn da? Ja, ich bin's. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Nee? Na, dann lies mal dein Buch weiter. Ein Äffchen. Kann ich mit Ihnen reden? Ach, hier. Interagieren. Forgive an old woman, but I forgot your name. What was it again? Alte Frau. Ja, mein Name ist Inori. Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Okay. Ich werde dir helfen. Jetzt habe ich auch ein Tagebuch. Genau, es ist ein Eintrag. Die alte Dame, die mit uns reist, hat mich gebeten, ihr Buch aus dem Schlafquartier zu holen. Okay, die reisen also mit uns. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich meine, ne, wenn ich schon mit denen auf dem Schiff bin. Aber hätte ja auch sein können, dass ich gekidnappt wurde oder sowas. Oder ich habe keine Ahnung. Da. Große Reisen. Eigentum von Clara S. Falls verloren, bitte zum Hafen von Lindown bringen. Die nördlichen Meere wurden größtenteils noch nicht erkundet. Forscher schätzen, dass sie unfassbar weitläufig sind. Und kleinere Expeditionen konnten unzählige Inseln voller diverser Lebensformen und unbekannter Gemeinschaften finden. Aufgrund der
berechenbaren und gefährlichen Natur dieser Gewässer sind viele Erkundungsschiffe bei dem Vorhaben verschollen, zu forschen und neue Handelsverträge zu schließen. Alle Blicke gen Horizont. Das nehmen wir mit für die gute Clara. Ist wohl ihr Name? Thank you very much. I've read this old book many times. Seems I find something new each read. And no matter how many times I've read it, it never fails to get me excited for adventure. Are you the adventuring type? Doch, ich mag Abenteuer. Dann erlebt man immer wieder was Neues und man entdeckt neue Sachen und man entdeckt die Welt ganz anders. Ah, after my own heart. I've had a lifetime of it, believe it or not. If you're sticking around in Eastshade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Du hast gerade von einem neuen Thema erfahren. Du kannst jetzt nach diesem Thema fragen, wenn du die Thema wählen Option auswählst. Nicht jeder hat zu einem bestimmten Thema etwas zu sagen. Nee, das ist ja klar. Kann ich jetzt hier nochmal rein? Das war Hilfe der alten Dame. Okay. Da, mit dem kann ich reden. I've never been to Eastshade. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? I've heard that since gone out of style. Quite a strange fashion fad, if you ask me. As long as Eastshade doesn't rock like this ship, I will love it. Mischka. Mischka klingt so ein bisschen russisch. Ein russischer Affe, ja. Das sind doch Äffchen, oder? Ich weiß es nicht. Lindau. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. Oh, eine schöne kleine Hafenstadt. Bin ich ja mal gespannt. Almost there. Huch! Oh, das klingt aber nicht gut. Hallo? Oh, that did not sound good. Ja, sag ich doch. Oh Gott! Wir ertrinken alle! Hallo? Sollen wir nicht was tun? Was ist hier los? Na super. Das haben wir uns anders vorgestellt. Hab ich dir schon von der Reise, die dein Vater und ich nach Eastshade unternahmen, erzählt? Erzähl's mir nochmal. Schon sehr oft. Erzähl's mir nochmal. Von all den Ausflügen, die wir unternahmen, war dieser mein Liebster. Weißt du, wenn du jemals nach Inspiration für deine Bilder suchst. Ich weiß, Mutter. Sag mir, dass du da eines Tages hinfährst. Versprich mir, dass du das tust. Ich verspreche es. Der Gedanke, dass du Eastshade erkundest, er macht mich so glücklich. Ich weiß genau, dass du dort Inspiration finden wirst. Das wird so ein großartiges Abenteuer. Hör mal, es gibt da ein paar Orte, die du dir einfach ansehen musst. Du musst den riesigen Baum malen. Ah, ich erinnere mich, als sei es gestern erst gewesen. Woher weiß ich, welcher Baum das ist? Du läufst schon nicht daran vorbei, glaube mir. Und die Tiffmoor-Klippen, ha, die wunderbare Aussicht. Ich kann mir dich genau vorstellen, wie du an deiner Staffelei stehst und ein wunderschönes Bild malst. Der weite Himmel und das endlose Meer inspirieren jeden Künstler. In Ordnung, das werde ich tun. Und die Stadt, da gibt es so ein prächtiges Gebäude im Stadtzentrum. Vom obersten Stockwerk aus siehst du die ganze Stadt und noch viel mehr. Da kannst du gar nicht widerstehen, das musst du einfach malen. Ha, bald, bald wirst du da sein. Du solltest dich ausruhen, Mutter. Mutters letzte Wünsche.
You've woken. Ja, ich bin aufgewacht. Ich bin jetzt wach. Und wir haben ein bisschen Hintergrundstory. Okay? Ja, ich fühle mich gut, danke. Und wir haben so ein bisschen Hintergrund erfahren können. Und zwar war da ein Gespräch, ein Dialog zwischen meiner Mutter und mir. Und sie war auch mit ihrem Mann, also mit meinem Vater, unterwegs auf Abenteuer und auch in East Shade. Und sie hat sich gewünscht, dass wir auch diese Reise nach East Shade auf uns nehmen, dass wir diesen Ort erkunden und auch gewisse Orte für sie malen. Und anscheinend sind wir jetzt hier, begleitet von einer wundervollen Musik. So, sag an. Do you remember what happened? Ingo? Ist das jetzt? Ich war auf einem Schiff, es ist auf das Riff aufgelaufen. Ich habe mein Gedächtnis nicht verloren. I'm glad your memory's intact. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. Haben alle überlebt? Wo sind wir? From what I've heard, you were the only passenger misplaced during the wreck. The others are safe in town. Wo sind wir? East Shade, of course. Specifically, my home. I usually don't take visitors, but in this case I can hardly blame you for floating in unannounced. Wurde mein Habe auch angespült? Only your resort. Don't forget to take it when you leave. Even the frigid tide couldn't bring you apart from it. It must mean a great deal to you. Ich werde sie nicht vergessen. I was about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. It's just up the path. Danke für deine Hilfe. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich auch menschlich bin oder vielleicht bin ich auch so ein Äffchen. Oder ich weiß es nicht, vielleicht erfahren wir das noch. Aber meine Staffelei nehme ich mit. Inventar öffnen. Ich muss ja immer eben gucken, wo hier die Buchstaben sind. Und wie gucke ich dann da durch? Ach so. Okay. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier so tun können. Wir sind auf jeden Fall auf East Shade, der Insel. Dort waren unsere Eltern ja auch schon zusammen. Und jetzt sind wir hier. Und vielleicht können wir auch Mutter den letzten Wunsch erfüllen. Mutters letzte Wünsche. Mutter wollte immer, dass ich East Shade besuche. Sie wollte, dass ich 4 ihrer Lieblingsorte auf der Insel male. Einen riesigen Baum, die Tiff Moor Klippen, den höchsten Gipfel und die Aussicht vom Gemeindeturm in der großen Stadt. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Da ist ein Schiff. Kann ich eigentlich ins Wasser? Ne. Ins Wasser kann ich nicht. Oh, wunderschön, oder? Wunderschön. Ich liebe sowas. Ich liebe es, am Wasser zu sein und also die Möwen zu hören. Das Rauschen des Wassers, des Meeres. Wundervoll. Ich häng fest. Wir laufen erstmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das ist, wann ich was malen kann, ob der mir das anzeigt oder so. Das werden wir sehen. Kann ich eigentlich auch in die Büsche? Ja, also ich kann kreuz und quer laufen scheinbar. Oh, hier sind ganz viele Schmetterlinge. Voll schön. Ja, mit Controller ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Aber das kriegen wir hin. Ich laufe einfach mal hier lang. Ist das schon die Stadt? Da sitzen auf jeden Fall welche. Ach, das ist Lindau. And it went down so quickly. It's amazing anyone made it out of that. Inspiration. Bilder zu malen kostet dich Inspiration. Du erhältst neue Inspiration, wenn du neue Orte siehst und neue Dinge ausprobierst. Gut zu wissen. Hi. Hey, are you an artist? Ach, er scheint auch zu malen. Der Kleine hier. Ich glaube, wir sind auch ein Äffchen, würde ich behaupten. Würde ich mal meinen. Hey, you have an easel. Are you an artist? Tut mir leid, ich habe es eilig. Ja, bin ich. So am I. Do you want to see what I made?
Ja, natürlich will ich mir das angucken. Das wäre jetzt gemein, wenn ich sage, nö, ich bin beschäftigt. Look. Voll niedlich. Das ist ein Wal und das es ist auch ein Vogel, der einen Fisch fängt. Das hat sie schön gemalt. It took all day. But I want to make my next one even better. What should I do? Du brauchst erst einmal eine gute Leinwand. But I don't know how to make a canvas. Machen wir sie zusammen. All right. You're a nice artist after all. Wir brauchen Bretter und Stoff. I know where some boards are. Follow me. Eine zukünftige Künstlerin. Ja, wir helfen ihr auf jeden Fall. Ich finde die voll niedlich. Sanja hieß sie, glaube ich. Voll süß, wie sie rennt. Und die Musik ist wunderschön im Hintergrund. Ach, guck mal, das sind Bretter. Dann lass mich doch mal vorbei. Now we just need the fabric. Und jetzt den Stoff. Maybe we should ask someone. Okay. Let's keep going. Ich glaube, sie weiß nicht, wo wir Stoff herbekommen. Da müssen wir den Stoff irgendwie besorgen. Wir müssen den Stoff besorgen, ja, sehr schön. Hi. Na? Wunderschön hier. Wir gucken mal uns hier ein bisschen um. Ach, da liegt Stoff. Ich hab Stoff. Hallo? Let's keep going. Achso, war das kein Stoff? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, es wäre Stoff. Es war einmal eine alte Frau, die betrat einen hohen Turm direkt an der Küste. Sie picknickte auf der Spitze und beobachtete das Meer, bis es sehr, sehr spät war. Dann wollte sie zurück nach Hause, um ihre Katze wiederzusehen. Sie ging die Treppe hinunter, doch weil sie so müde war, fiel sie und starb. Sie wurde zu einem Geist und spukt nun im Turm. Jede Nacht macht sie das Licht an, damit ihre Katze sie findet. Aber die Katze kommt nicht, weil sie solche Angst vor dem Turm hat. Ende. Da hat wohl irgendjemand eine Geschichte geschrieben. Eieiei. Wo ist Sanja? Ach da. Komme ich hier irgendwie rein? Oh, ist ja gerade ein bisschen geleckt. Watch your step there. Lots of moving boxes around here. You looking a little waterlogged. Guessing you just came in off of that ship. Think you even got some seaweed hanging from you here. Ich hab Seetang im Ohr. Na danke auch. Ich bin ein Wrack. Yeah, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. He wasn't as lucky as you, though. Tut mir leid. Das muss schwer gewesen sein. Oh, no, he's fine. Just lost his leg is all. Now he gets to order us around even more. So, you'll probably be exploring all over, right? Would you do me a huge favor? Worum geht's? My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. He can't get enough. But raspberries don't grow here. So he puts in an overseas order every 2 weeks. It's crazy, really. Now, the thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously, but he hates them even more. He'd destroy them all if he could, you know? He once saw an old lady eating some, and he grabbed the box and threw it in the ocean. It was the craziest thing. Okay, so oh my what God. I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane. Oh, man. He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be perfect. If you could play along and act like you're a delivery person. So, what do you say? You deliver them to him? Das ist voll fies. Er steht voll auf die Himbeerteilchen. Aber hier kommen wir, machen jetzt einfach mal mit. Perfect. You gotta play the part though. Really make him think they're raspberry pastries. This'll be great. Here, take these. My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, eh? I'll probably be near the bakery. You just come find me and I'll point my brother out to you. Abgemacht. Ein kleiner Frechdachs, wa? Der will seinen Bruder ärgern. Es laggt hier gerade ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm, aber gut. Kann ich eigentlich laufen oder so? Das ist ranzoomen. Bin mal gespannt, wie groß diese Insel hier ist. Aber ich komme hier, glaube ich, gar nicht weiter hoch, oder? Oder doch? Doch, doch.
Da haben wir noch Bretter. Wir nehmen das jetzt einfach alles mal mit. So we have everything we need now, right? We can make a canvas from this stuff. Okay. Das versuchen wir nochmal eben. Okay. Eine frische, leere Leinwand zum Bemalen. Hier findest du deine Leinwandbilder. Oder deine Leinwände und Bilder. Du kannst auch mit P darauf zugreifen. Guck mal, das sind Äpfel. Was mache ich jetzt mit dir? So, ich gehe einfach mal an ihren Platz. Und dann können wir die vielleicht austauschen hier. Irgendwie. Hallo? Aber ich will ihr doch die Leinwand geben. Ich will doch jetzt nicht malen. Oh Gott, ich muss hier erstmal klarkommen drauf. Achso, jetzt hat sie... Nee, sie hat keine Leinwand. Wie gebe ich ihr die denn jetzt? Material gegeben. Yes. I'm going to use this for Miss Nika's next painting. She loves art so much. Hey, Miss Nika loves art like us. She always likes my paintings. I bet she likes yours too. She really likes the eclipse. You should draw her that. Sie ist voll niedlich. Eine zukünftige Künstlerin beendet. Gemälde Untersuchung. Ja, das ist unser erstes Bild, was wir hier gemalt haben. Sanja war ganz begeistert. Du bist dabei, eines deiner Bilder zu übermalen. Nein, will ich nicht. Ich gucke mich erstmal ein bisschen weiter um. Im nächsten Part aber. Ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Wir haben Sanja kennengelernt und wir sind auf der Insel Eastshade gelandet. Mal gucken, was wir hier noch so alles erleben können. Wir sind auch in Lindau, der Hafenstadt. Und ich glaube, hier gucken wir uns im nächsten Part dann auch um in der Hafenstadt. Und mir hat der erste Part schon mal sehr gut gefallen. Bin gespannt, was wir vor Ort entdecken werden und was wir noch für Bilder malen können. Ich hoffe, euch hat der erste Part von Eastshade auch gut gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann, eure Inori Epi.